So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir warten hier auf Eisen, was sehr wichtig wäre. Und es kommt, es ist unterwegs, under the way. So. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Da müssen wir jetzt wieder einen Block bauen. Und zwar wird der Block so aussehen, dass ich den da reinsetze. So, dann gucken wir nochmal. Dann kann der oben wegfahren, auch wenn hier einer steht, und der fährt dann darüber. Jawohl. Cooked great. Cooked great is great. So, was der aber jetzt nicht braucht. Ah, jetzt habe ich einen Fehler. Jetzt habe ich einen Fehler. Der muss die Kohle mitschleppen. Und der andere nur Lebensmittel. Und halt das Erz dann. Das werden wir jetzt noch ändern, das bringen wir jetzt noch in die richtige Richtung und dann. Weil du hast ja eh nichts mit. Du musst eigentlich auch schon wieder weiterfahren. Lass mal ein bisschen die Zeit vorlaufen, damit ich dann da reinkomme, wo ich rein will. Dann könnten wir auch gleich einen anderen Zug kaufen, der schneller ist. Wenn es ja egal ist. So, Moment. Was ist denn jetzt los? Ist der schon da oder was? Ja, schneller. Darum. Bitte ins Depot. Ja. Bitte ins Depot. Dann warten wir auf den anderen. Und dann werden wir da ein bisschen einen Tausch vorführen. Gar nicht stehen bleiben, rein mit dir ins Depot. So, Troubleshooting. Wir müssen bei dir gar nichts machen, nur bei ihm. Bei ihm müssen wir die wegmachen. Was jetzt für ein Schmarren? So, die weg. Dann werden wir ihm hier. Nein. Die hier so anhängen. So, 150.
Warte mal, wie viel kannst denn du? Ja, wir müssen das und so noch kaufen. Und zwar Güter. Oh Gott, Leute, wo sind die jetzt hin? Hoch. 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 Das verkaufen wir. Kriegen wir 300.000. So. Das gehen wir auch noch hoch. Dann verkaufen wir das. Kaufen uns eine Dampflok. Eine bessere Dampflok. Wie viel hast du gekostet? 1,42. Das geht sich nicht aus. Ähm, 60, 60, 100. Also der wäre natürlich toll. Da müssten wir noch, muss ein paar verkaufen. Beziehungsweise, was ist denn jetzt, wo ist jetzt der Zug hin? Ich kenne mich nicht aus mit dem blöden Ding. Zug 2. Halifax Kreuz 1, gell? Und du kannst jetzt fahren? Nein, nein, nicht so. Fährt der jetzt rückwärts raus oder schiebt er die jetzt vor sich her? Ich glaube, der schiebt sie vor sich her. Das sieht ja scheiße aus, Junge. Was machst du? Der schiebt die Kahn vor sich her. Gibt's ja nicht. Na, vielleicht ist das eh das Beste. So, der nimmt jetzt natürlich die Kohle mit. Aber nur die Kohle, bitte. Nein, der nimmt sie nicht mit. Warum auch immer. Okay. Lassen wir den mal fahren. In der Zwischenzeit kaufen wir uns hier einen zweiten. Der hängt jetzt richtig dran. Und dann noch so viele Güter wie geht. Und dann sagen wir, der Linie 1 zuweisen. Der schiebt jetzt die Dinger vor sich her. Ich werde nicht mehr. So. Der ist jetzt knackevoll, oder? Ja, der ist knackevoll mit Kohle, Maschinen und Werkzeug. Aber kein keine Lebensmittel. So. Wir bauen gerade die Kohle ab und das Werkzeug.
Fragezeichen. Oh, der Mack AC. Ein neues Fahrzeug. So, nimmst du jetzt nichts mit? Doch, Kohle. Dreimal Kohle. Ah, sehr schön. So, da wartet Eisen. Da wartet Eisen. Jetzt geht's da auch wieder dahin. So, 600.000 haben wir eingenommen jetzt anhand von diesem blöden Ding. Jetzt wartet auch wieder Eisen. Sehr schön. Jetzt beginnt der Kreislauf sich wieder zu drehen. So. Eisen. Das wird da oben jetzt prächtig mächtig angefüllt. Hoffentlich. So, und der schiebt da ja immer noch seine Dinge voran. Naja. Ein kleiner Schönheitsfehler im System. So, und dann muss er da stehen bleiben. Warum? Ich glaube, ich muss da auch noch einen Block bauen. Damit der da weiterfahren kann, weil... Dass der da immer stehen bleibt, das macht keinen Sinn. So. Die Kohle geht mit. So, und da gehen jetzt wahrscheinlich die Lebensmittel mit. Jawohl. Kohle, Lebensmittel und Maschinen. Ah, jetzt muss er wieder warten. Dass der vorbei ist. Und dann kann er wieder fahren. Sehr gut. So, dann müssen wir wieder modernisieren, denn unser irgendein Fahrzeug ist veraltet. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Brot, 8 Jahre, das glaube ich nicht. Ja. Also, nichts ist veraltet, nur ein Fehlalarm. Es läuft alles prima. Was ein bisschen zu viel sein wird, es sind hier ein paar Fahrzeuge. Da können wir ein paar verkaufen. So. Der möchte da so viel wie möglich rüberbringen. Was ist denn da los? So viel Zeugs. Wir kümmern uns mal um den Passagierzug.
Beziehungsweise können wir jetzt die Brücke endlich mal abreißen da? So, dann eine neue Straße setzen. Die Brücke rauf und die erhöhen. Jawohl. Somit kann auch ein Schiff drunter. So, jetzt haben wir da drei Brücken drüber. Die Frage ist, sollen wir... Nee. Aber das passt. Wir könnten einen dritten Zug machen. Der war so wieder als so Zwischenstück gilt. Zwischenstück sich bewahrheiten soll. So, klingelingeling. 18. Warum nur? Ah, 40. Vielleicht könnten wir dann noch mal ein bisschen ausbauen. Ich glaube, das hat es auch dringend nötig. Wir brauchen nämlich einen Express. Für Kohle und Erz, einen für Metall und einen für Lebensmittel, theoretisch. Werkzeug und das Ganze. Ich glaube, da kommen wir nicht aus. Wow. Zuglinie 1. Macht richtig viel Kohle. Bin mir aber auch sicher, dass er mehr schaffen würde. Und der so lange fahren muss, der bringt überhaupt nichts auf die Reihe. So. Das heißt also, theoretisch könnte ich mir da jetzt noch einen Zug basteln. Brauche aber wieder enorm viel Geld, das ich wieder nicht habe. Müssen wir ein bisschen warten noch. Mache ich noch einen Express-Lebensmittelzug, damit die hier wegkommen. Das bedeutet, ich werde eine neue Linie machen. Express. Ups, das war das falsche Zeichen.
Express Lebensmittel Ruf. Ne. 1. Da. Und zwar werden wir von hier weg über. Ach so. Das geht dann aber so nicht. Ich glaube, ich habe es mir ein bisschen zu kompliziert gemacht. Glaube ich zumindest. Ich habe schon wieder 4 Mille, oder? Ich werde das jetzt ein bisschen umstrukturieren. Ich werde es im Kreislauf machen. Das heißt, ich nehme jetzt die Halifax Kreuz 1, die werde ich jetzt ein bisschen abändern. Er startet nämlich jetzt davon, da, wo er jetzt fährt. Dann holt er sich den Waypoint hier. Was natürlich ein Blödsinn ist. Den Waypoint werde ich jetzt einfach mal entfernen. So. Nee, was mache ich denn? Den Waypoint werde ich jetzt einfach mal entfernen. Der fährt dann diese Richtung. Ne, passt schon. Fährt diese Richtung hoch. Der Waypoint ist gar nicht so schlecht. So. Dieser Wegpunkt, diesen werde ich entfernen. Das heißt, er fährt dieselbe Richtung runter wie der andere Zug. Da muss ich halt dann gucken. Dass sich das irgendwie ausgeht. Und beim anderen Zug nein, umkehren bitte zurück. Wem werde ich diesen Waypoint entfernen und werde ihm aber diesen Waypoint hinzufügen. So, das Ganze nochmal. So. Jetzt fährst du richtig. So. Theoretisch müsste der jetzt abbiegen und es dürfte zu keiner Kollision kommen. Jo, und weiter geht's. Und ich habe schon wieder 23 Minuten aufgenommen. Das ist nicht der Sinn der Sache. So. Ich werde das Video auch hier jetzt beenden. Es geht dann beim nächsten Video wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.